Ein Servus aus dem AIDA Kochstudio. Heute wird's zünftig. Ich habe für Sie ein 3-Gänge-Menü Wiesn-Spezial vorbereitet. Wir beginnen mit unserer Vorspeise, ein Bratkartoffelsüppchen mit einem Wiener Schnitzel-Saté-Spieß. Dazu brauchen wir erstmal Zwiebelchen. Also beim Zwiebelschälen muss ich Sie leider enttäuschen, da kommen wir nicht drum rum, da kommen die Tränen automatisch raus. Das sind aber Freudentränen, weil wir freuen uns auf eine super leckere Suppe. Die Zwiebeln müssen wir natürlich nicht nur schälen, wir müssen sie auch in feine Würfel schneiden. Zack. Und das Wichtigste für unser Bratkartoffelschaumsüppchen ist natürlich die Kartoffeln. So, und jetzt geht's auch der Kartoffel an den Kragen. Wir werden die Kartoffeln jetzt ein bisschen klein schneiden. Wie gesagt, das Ganze wird später auch nochmal durchberührt, also muss man da nicht so ganz genau in exakte Würfel schneiden. Ja. Wir nehmen dafür auf jeden Fall die festkochenden Kartoffeln, damit wir nachher eine schöne, feine Kartoffelschaumsuppe haben. Wir geben unsere Kartoffeln in das heiße Fett. Ganz wichtig, zuerst die Kartoffeln, dann den Speck und anschließend die Zwiebeln. Niemals die Zwiebeln zuerst geben, das sind nämlich die ersten Stücke in der Pfanne, die verbrennen. Genau so müssen Bratkartoffeln riechen. Ach, herrlich. Richtig lecker. Genau so muss es sein. So, unsere Kartoffeln haben jetzt schon eine schöne Farbe bekommen. Jetzt geben wir die Zwiebeln ganz zum Schluss mit dazu. Jetzt löschen wir etwas ab mit einem Schluck Weißwein. Wenn der Weißwein verkocht ist, gebe ich noch eine Fleischbrühe mit dazu, circa einen halben Liter. Es soll ja auch kein Kartoffelpüree werden, sondern ein Süppchen, deswegen ordentlich Wasser zugeben. Und als Sahnehäubchen gibt es das Sahnehäubchen. Jetzt müssen wir der Suppe noch den letzten Pfiff geben, und zwar etwas Salz, bisschen Pfeffer und Petersilie. Ich hack die Petersilie etwas klein. Zack. Rein in die Suppe etwas Pfeffer, etwas Salz und ganz zum Schluss noch eine Prise Muskat. Unsere Kartoffeln sind bereit, zur Suppe zu werden. Jetzt müssen wir sie noch klein mixen. So ein, zwei Löffel Butter mit reingeben, das gibt der ganzen Suppe noch eine gewisse Sämigkeit und natürlich auch einen guten Geschmack. Ganz zum Schluss gebe ich jetzt noch einen Schuss Zitrone mit dran, das gibt der ganzen Suppe noch eine gewisse Frische. Zu unserem Bratkartoffelsüppchen habe ich mir überlegt, brauchen wir auch noch einen Schaum, und dazu passt nichts Besseres als ein Speckschaum. Wir nehmen hier die Schalotten, schneiden die klein, schmeißen die schon mal in die Pfanne rein mit etwas Öl. Schwitzen die schon mal an. Dazu habe ich ganz normal einen Bauchspeck genommen. Den schneiden wir uns klein. Muss auch gar nicht so in Würfel oder auch so akkurate Stücke sein. Also wenn Sie das jetzt riechen könnten, etwas Speck, etwas Schalotten, scharf angebraten, allein dieser Duft. Aber genau das ist Kochen, und daraus machen wir jetzt einen leckeren Speckschaum. Der Speck und die Schalotten sind jetzt scharf angebraten. Jetzt nehmen wir etwas Weißwein und löschen das Ganze ganz kurz ab. Wir geben nochmal einen guten Schluck Hühnerbrühe mit dazu und lassen das Ganze dann ca. 10 Minuten leicht köcheln. Ganz zum Schluss noch etwas Rosmarin mit dazu und einen kleinen Schuss Milch. Ich gebe in meinem Speckschaum deshalb keine Sahne rein, sondern Milch, weil einfach der Fettgehalt der Sahne einfach zu hoch wäre und später kann ich es nicht mehr richtig aufschäumen. So, der Schaum würde mir immer wieder zusammenfallen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch durch ein Sieb passieren. Und dann mixen wir den Schaum schön auf. Wunderbar. Genau so muss unser Speckschaum aussehen. Für unser Wiener Schnitzel-Saté nehme ich Kalbsfilet oder Kalbsrücken. Das ist ganz egal. Wichtig ist, es muss vom Kalb sein. Dazu schneiden wir das Kalb in kleine Würfelchen, ganz kurz würzen mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Das Kalbsfilet einmal durch Mehl, einmal durch Ei wenden. Und mein Geheimtipp für Sie zu Hause, nehmen Sie anstatt Paniermehl doch einfach mal asiatisches Panko-Mehl. Dadurch wird Ihr Saté-Spieß einfach knuspriger. Wir geben etwas Öl in die Pfanne und braten nun unsere kleine Kalbsfilet-Wiener Schnitzelchen raus.
und ruhig auch ein bisschen mehr Öl mit reingeben, dass wir das schön schwenken können. So. Und ganz wichtig ist beim Wiener Schnitzel immer schwenken, niemals die Pfanne ruhen lassen, sodass nachher auch diese Panade schön souffliert. Gib ganz zum Schluss noch einen Esslöffel Butter dazu. So, fertig sind sie. Jetzt geben wir sie raus und beträufeln die kleinen Saté-Spießchen mit etwas Zitrone. Diese Salz noch on top. Ich würde sagen, wir gehen zum Anrichten. Unsere bayerische Vorspeise, Bratkartoffelschaumsüppchen mit Saté-Spieß vom Wiener Schnitzel, ist fertig. Ich wünsche einen guten Appetit oder wie man immer so gut sagt, einen guten.